Achtung, Vorsicht. Hier ist die Quest, aber da sind auch Zombies unterwegs. Was? Muss ich mich vergackeiern? Warum trifft denn das nicht? Hat natürlich nicht für einen Kill gereicht. Aber sollte passen. Nur so einer als Feral bei Nacht hat uns ja das letzte Mal übelst einfach umgebracht. Aber bei Tag! Bei Tag gewinne ich. Ja. Und jetzt brechen wir bei McDonald's ein. Oh, schön. Der versiffte Kinderspielplatz. Es ist genau wie zu Hause. Ich gehe erstmal ein paar Autos looten. Oh, sind schon. Ich war hier, glaube ich, schon gestern einmal. Ich weiß gar nicht, ob das in einem YouTube-Video gelandet ist oder ob das nur Teil des Streams war. Da habe ich hier einen Hasen erlegt. Und dann kam von da hinten, seht ihr das, der offene Bereich? Da habe ich dann voller Wut alles klein gehackt. Da kam von da hinten ein Zombie raus und hat den Hasen, den ich erlegt habe, einfach gefressen. Bevor ich ran konnte. Kackendreist. McDonald's ist einfach gut. Nee, echt nicht. Ich bin eher ein Burger King-Fan. Ich glaube, ich habe das auch gestern im Stream erzählt. Wie gesagt, ich weiß wieder nicht, ob das im Teil des Videos gelandet ist oder nicht. Ich war vorgestern mit einem Kumpel in der Stadt unterwegs, weil der sich ein paar Arbeitsklamotten kaufen musste. Und er wollte nicht alleine gehen. Da ruft er mich an und sagt so, ey, du, kommst du mit? Ich muss einkaufen gehen. Klamotten wollen nicht so. Bin ich deine Frau oder was? Ja komm, ey, ich muss die holen und ich will nicht alleine in die Stadt gehen. Ich gebe dir auch was zu essen aus. Okay, bei Essen hast du mich gehabt. Sind wir zusammen in die Stadt, Stiefel, Klamotten, alles mögliche. Der arbeitet ja auf dem Weihnachtsmarkt und hat ein paar neue warme Klamotten gebraucht, weil er dort auf einer Fischbude steht und die ist halt kalt. Ne? Da wird da nicht viel gebraten oder so. Und ist ja alles Wumpe, alles egal. Eingekauft, fertig. Wollten in so ein schön gut bürgerliches deutsches kleines Restaurantchen gehen, wo man halt noch ordentlich Schweinshaxe und sowas bekommt. Wir haben uns vorher nicht informiert, Dienstag, es war ja Dienstag. Dienstag ist ihr Ruhetag. Jetzt stehen wir davor, scheiße, ist zu. Drehen uns um, da steht ein McDonald's. Könnte man da reingehen? Na gut, waren wir drinne. Das Ende der langen Geschichte, dieser langen, sinnlosen Geschichte ist, gestern hatte ich dann den ganzen Tag Durchfall. Super, McDonald's, super. Da freut man sich, oder? Nee, echt, ey. Also ich weiß, Burger King ist jetzt auch nicht so viel besser. Aber wenigstens geben die mir keinen Durchfall. Schweinerei. Wir müssen bestimmt da hochklettern. Da ist doch was. Oder? Ja. Ich wusste es doch. Oh, da hinten läuft was. Habt ihr es gesehen? Ist aber, glaube ich, nicht Teil der Quest. Einfach nur random von der Seite rein gestreunert. Den können wir also ignorieren. Mist. Ich habe dich gesehen, aber ich dachte, du hast mich noch nicht gesehen. Jetzt die Frage, gehen wir leise rein? Nein! Wir machen Lärm!
Komm doch her. Wenn du Stress willst. Ist das da was? Nee. Moment. Ich brauche ein bisschen mehr Platz. Ich bin zu dick. Ob man hier vielleicht einen schönen Grill für die Küche findet. Ein Grillrost. Das wäre nicht schlecht. McDonald's ist einfach Schrott. So macht das Sinn viel mehr. So macht das Lied viel mehr Sinn. So macht das Sinn viel mehr Lied. Alter. Das Stream hat gerade erst angefangen und ich kann schon nicht mehr gerade reden. Wir haben heute Nachmittag eine kleine Runde Fatal Zone ausprobiert im Stream davor. War nicht schlecht. Wenn ihr auf so Spiele steht wie Survivor.io oder Brotato und sowas. Oder Vampire Survivor und wie die nicht alle heißen, dann könnt ihr euch das mal reinziehen. Fatal Zone, also fatale Zone. Ist halt auch wieder mit Zombies. Aber ist halt so ein Survivor-like Game, also wo man von Top-Down sieht und man rennt rum durch eine Map, sammelt Waffen, upgradet jedes Mal neu und ihr kennt das. Ihr kennt das bestimmt. Einfach mal Survivor.io auf Google eingeben. Da sieht man sofort, was für eine Art Spiel das ist. Ich denke, das werde ich jetzt öfters nachmittags machen. Nachmittags so eine kleine Runde Fatal Zone und abends dann schön 7 Days to Die. Könnt ihr dann reinschauen, je nachdem, worauf ihr Bock habt, live oder einfach hinterher auf YouTube gucken. Bloß die YouTube-Folgen werden natürlich ein bisschen hinterher sein, weil ich dann, wenn ich so mich einen Abend hinsetze, dann natürlich auch gleich 3, 4, 5 Folgen generiere. Und bis das dann alles auf YouTube rauskommt, ist dann natürlich ein bisschen dann Zeitversetzt. Also wenn ihr das jetzt auf YouTube seht, bei Tag 3, dann bin ich im Stream vielleicht schon Tag, weiß ich nicht, 10 aufwärts. Keine Ahnung. Also könnt ihr reinschauen, wie ihr wollt. Soll ich denn da hinkommen? Ich mache einfach Lärm. Okay. Glas. Wenn ich da drauf gehe, macht das Lärm, oder? Ich glaube, das macht Lärm. Spülmaschine, ey, können wir die gleich mitnehmen? Boah! Boom, Headshot! Boom, Headshot! Nice. Aber richtig tollen Loot oder so gab es jetzt hier nicht. Na gut, ist ja auch ein Tier 1 Quest, eine Tier 1 POI. Ich möchte doch nur einen Kochtopf. Oh, Wildbrät-Eintopf. Der ist gut. Die Eintöpfe sind hier definitiv die besten Nahrungsmittel, weil die dir Lebensmittel, also die grüne Leiste unten, die Nahrungsleiste und die Wasserleiste gleichzeitig füllen. Das ist halt ein Eintopf, ja, klar. Essen mit Wasser. Alles mitnehmen. Ja, Yucca, nennt man das Yucca? Der Yucca-Saft ist super. Der hydriert sogar noch besser als Wasser. Wie das gehen soll, ist mir schleierhaft. Weil Wasser per Definition ja eigentlich am besten hydrieren sollte. Weil es pur Wasser ist. Aber Yucca-Saft gibt dir mehr Wasser als Wasser. Wasser gibt. Macht das Sinn?
Bisschen Erde. Hast du mal ein bisschen Erde? Ich habe leider immer noch keinen Schraubenschlüssel. Ich kann die Autos immer noch nicht zerlegen. Das ist super schade. Aber klauen. Klauen können wir. Richtig gut können wir das. KLZ Radio. Kill Zombies Radio. Macht Sinn. Kill lots of Zombies Radio. Warum ist hier nichts los? Dieser Abschnitt ist einfach völlig zombieleer. Oh, schöner Büroturm, aber leider so kaputt. Ich wollte den echt als meine erste Base nehmen, aber zu viele Treppengelaufe und dann auch noch kaputte Wände. Nee. Nee, ist es nicht wert. Da ist Wasser drin. Wasser nehme ich immer gerne. Auch wenn das nicht dieses Trinkbare ist, wir können es ja dann hoffentlich bald abkochen. Bald. Oh oh. Hab ich einen Hund gehört? Hallo, husten Sie mal. Wie geht's dir? Kann man das hier eigentlich looten? Ne. Taschenmod klingt gut. Baupläne oder Fertigungszeitschriften sind auch immer toll. Wasser, ich habe sogar Wassermangel. War Taschenmod? Komm, ich nehme den Taschenmod. Langsam alles so weit weg hier. Nevis Gain Church of Brick. Was können wir verkaufen? Eigentlich brauchen wir alles. Ist traurig, ne? Wir brauchen alles und haben nichts. Ich frage mich, warum es eigentlich diese Residenz immer noch als POI anzeigt. Habe ich denn nicht eigentlich schon meinen Stein ge gesetzt? Doch, hier. Ich habe den doch schon gesetzt. Ist der nicht aktiv? Aktiv. Und die Begrenzung habe ich sogar relativ groß gesetzt, wie man sieht. Einfach nur, damit mir keiner das Ding aus Versehen wegmacht. Also, wie gesagt, es ist ja ein POI. Das heißt, der Bad Prediction oder andere Leute, die dann hier vielleicht spielen werden, könnten das als Quest bekommen, das zu looten. Dann kommen die hierher, aktivieren das und all mein Zeug ist weg. Das können sie jetzt aber nicht, weil dieser Gebietsschutzblock drin ist. Und Gott sei Dank scheint er doch zu funktionieren. Wäre verdammt ärgerlich, oder? Kommst zurück in die Bude und alles ist weg. So, ich wollte jetzt hier ein bisschen was sortieren. Was nehmen wir mit? Benutzen. Benutzen.
Und der Rest kann weg. Also sichere ich nur diese vier Blöcke. Jetzt drücke ich auf Quickstack. Und das Zeug fliegt rein, was schon irgendwo einen Platz hat. Genau, super. Es funktioniert. Ich klatsche mal die Lebensmittel, die fertigen, hier hinten rein. Mein erster Ansatz einer Sortierung. Das Geld kann man verkaufen, glaube ich. Das klingt komisch, ne? Aber man kann Geld in diese Dukes-Währung umtauschen halt. So, Charakter. Taschenmod. Kann ich hier? Taschenmod. Super. Und ich müsste mal, glaube ich, was reparieren. Das Zeug ist schon low. Wie macht man das denn? Was brauche ich dafür? Eisen. Eisen müsste ich da haben. Roheisen. Genau, seht ihr, das wäre dann der nächste Slot. Ich nehme noch ein bisschen Eisen mit. Wenn ich es finde. Wo habe ich es denn? Habe ich noch gar kein... Doch, hier. So. Reparare. Und er legt es automatisch an. Perfekt. Sieht ja nicht cool aus. Der hat genau die gleichen Haare wie ich. Ne? Also wenn ich sie nicht zusammenbinde, dann stehen die auch so rum. Klingt komisch, ist aber so. So, dann auf zur nächsten Quest, oder?